So, hier sind die Dinger, aber hier müsst ihr doch hinkommen. Na, okay. War ich wohl ein bisschen zu weit links. So, da sind wir gleich schon fast oben. Müssen wir noch einmal ein bisschen außen rum. So, kommt ihr hier hoch? Okay, treten Sie die Forschungsbasis. Hier war der Aufzug, okay, der ist nicht mehr da, der ist unten. So, wo haben wir denn die Forschungsbasis? So, weil hier ist ja nichts. Nach da oben? So, dann mal kurz hier hochgefahren. So, okay, in welche Richtung muss ich? Hoffen wir hier entlang. Nicht, dass ich links rum muss. Oder vielleicht ist es doch egal. Mal schauen. Nee, das passt. Hier kommen wir hoch. So, jetzt müssen wir natürlich springen. Okay, was können wir hier machen? Auf das Silo, oder? Okay. Immer weiter nach oben. Ah, oh, das ist noch ein blöder Stacheldraht. Den müssen wir noch umgehen. Und dann an die Leiter ran. So. Oh, es wird ja immer wackeliger hier. Richtig super. So, die müssen wir wohl herziehen. Zack. So, komm mal her. Okay, schaffe ich den Sprung schon? Oh, kann ich das noch ein bisschen näher herziehen? Bin nicht ganz sicher, ob ich das schaffe. Okay, wir müssen den Sprung wohl schaffen, wenn es nicht weitergeht. Wow! Okay. Ich habe das schon ein bisschen Angst da in der luftigen Höhe hier. Dann bewegt sich auch noch alles. Nein. Mehr Kraft. Okay. So, lassen wir den noch ein bisschen ausschaukeln. Okay, so schlimm schaukelt er auch nicht. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh. Okay. Na gut. So, lass mich hier oben. Ich habe gedacht, wir müssen vielleicht hier runter. So, warte, können wir hier runter? Jo, ich denke mal, wir müssen hier an die Seilbahn ran. So, Munition voll für die Schrotflinte. Okay, welche Richtung? Ach, vielleicht doch rüber. Ich dachte weiter nach oben. So. Alter, die Rohre hier sind kaputt wie nochmal was. Das ist aber auch eine komische Konstruktion hier. So, dann kann ich ja hier hoch. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Und dann hier rüber springen. Und noch ein Teil von dem Bogen. Oh. Da drin sollen die Oni sein, okay. So, den können wir vielleicht mal ein bisschen runterziehen. Na komm, was macht sie? Oh! Und schwupps war er weg. Okay. So, der chillt noch eine Runde. Wir nehmen den auch noch auseinander. Okay, den können wir sogar noch kurz plündern. So, dann sollen wir rein? Können wir rein? Oder müssen wir weiter hoch? Die Frage wäre, wo weiter hoch? Dann können wir noch ein bisschen den Ausblick genießen. Sind wir schnell hingeflogen? Ach, da ganz unten, da rechts, da liegt er, glaub. So ein bisschen so ein schwarzer Fleck mit so
zwei, drei Stricken von sich weg. Das müsste sein. Okay. So, was soll ich jetzt tun? Darüber. Also, schaffe ich den Sprung? Man, da steht eine komische Wand. So ein Seil kann ich auch nicht benutzen. Gucken wir mal. Ah, nee, warte mal. Soll ich schon hier über das Geländer springen? Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. So ist doch wesentlich einfacher. Kommen wir hier rüber. Ja, da geht es aber wieder ein bisschen so nach unten. Eigentlich wollte ich doch nach oben. Ah ja, das ist schon ganz schön weiter Weg. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ganz kurz und schnell gemacht, aber das ist doch ganz schön weit oben. An die Leiter ran. Oh, dann kommen wir ins Innere. Schluss mit Klettern. So, muss noch kurz wegziehen. Oh, oh. Hallo, voll in der Wucht wohl hier nach unten geflutscht noch. Ich habe mich eigentlich gar nicht bewegt und die Lara, die wollte noch mal kurz nach unten. So, die Kerzen können wir nicht mitnehmen. Lieber Kerzen, ey. So richtig schön auch an der Waffe. Okay. So, ziemlich still ist es hier eigentlich noch. Entdecken Sie das alte Grab. Okay. Na, jetzt sind wir in der Forschungsbasis. Wow. Echt schon ein bisschen nach unten gegangen, aber da hätte ich wohl auch so gleich runterspringen können. So, wieder ein Geocache. So, und dann knatschen wir mal hier rum. Super, da bin ich mal gespannt, was da noch Tolles kommt hier. Vor allem von den Onis, hey. Wenn wir noch gegen die kämpfen müssen oder wie viel da kommen oder wie stark die auch sind. Oder was sie so drauf haben. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nein. Wollte schon sagen. Ich dachte, ich bin im Kreis gelaufen. Oh, Teil 3 der Schrotflinte. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Das war ein versteckter Raum. Der war hinter mir. Ich bin hier runtergeflogen. Ah ja, okay. Aber das Gitter da sagt uns nichts, weil wir können ja noch ein bisschen hochklettern. Okay. Aber hier hoch können wir auch nicht. Ja, mit dem Wasser können wir nicht springen. Ah, hier ist nochmal eine Mauer. Dass ich das immer übersehe, hey. Richtig schlimm. So, und der ist immer auch hinter dem Zaun. Okay. So, Lara. Drück dich durch. So, und weiter nach unten. So, komm hier uns hin. Nö. So, was ist schlimmer, die Oni oder das Mädchen? Ihh, Mädchen! So, haben die geredet? Oh, hier hat man noch ein Lager. Können wir die Waffen-Upgrades noch mitnehmen? Kann ich da hin? Nee, leider noch nicht. Erstmal hier die zwei Kollegen ausschalten. Aber erstmal eine Runde lesen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Teil mit uralten Klingen, mit rostigen Klingen.
Super. Oh, da steht einer. Wo ist der zweite? Hier ist der zweite. Na, wollte schon sagen, warum hört das nicht? Aber das gehört. So, oh. Der ist runtergeflogen. Und, oh, da kommt wieder. Oh, jetzt gehe ich runter. Okay. So, komm mal, im Nahkampf. So, Axt-Exekutionskiller. Das ist auch mal ein Wort. So, jetzt kommen wir noch kurz an das Lagerfeuer kurz hin. Wenn ich zu der Ritualkammer gehe, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Ja, die Reyes, Mann. Das kann noch was werden. So, warte mal. Ich muss ja erstmal hier die Waffe Club upgraden, oder? Oder haben wir die gleich? Obwohl aktuelle Waffe Kampfschrott finde ich, okay. Ist gleich mit drin. Hier haben wir noch die Brandmunition. Was haben wir hier? Modifizierter Verschluss. Erhöht Leistung und Schaden. Wow, noch mehr Schaden. Das hört sich doch gut an. So, ansonsten. Oh, wir haben gar nicht so viele Punkte. Das kann man wohl knicken. Müssen wir erst noch ein bisschen ein paar Sachen bergen.